Herzlich willkommen, das war schon mal falsch, cool. Damn. Lange her. Kaffee hilft, Freunde, Kaffee hilft. Allen lebenslang. Das klingt irgendwie so komisch. Long time no see. Mundwasching gibt's auch hier noch, cool. Hallo Freunde, mein Name ist T und ich heiße euch herzlich willkommen zur Neueröffnung von Books & Coffee. Kommt rein! Was soll ich sagen, Freunde? Long time no see, aber ich bin wieder da und ich bin so, so froh, endlich dieses Video drehen zu können. Das hat mir so sehr gefehlt und ich bin froh, dass das jetzt endlich wieder möglich ist. Bücher lesen, mit Büchern arbeiten, selber schreiben, Booktube machen, das sind alles Dinge, die mich jahrelang begleitet haben und mir immer viel Spaß gebracht haben, immer. Und die mir sehr, sehr gefehlt haben in den letzten 2-3 Jahren, könnte man sagen, in denen mein Leben einfach wirklich eine 180-Grad-Wendung genommen hat, mehrmals. Und ich habe in diesem Zeitraum des Öfteren versucht, diesen Kanal wiederzubeleben. Ich will es auch gar nicht weit ausholen oder euch ein großes Erklärvideo jetzt hier bieten, warum ich jetzt weg war, was genau, wieso, weshalb. Ich glaube, es reicht einfach, wenn ich sage, in den letzten Jahren war wirklich bei mir im Leben so ein drunter und drüber. Und immer, wenn ich dachte, ich glaube, jetzt habe ich mich wieder gefangen und bin an einem Punkt, wo sich alles wieder normalisiert, kam so der nächste Hammer. Und ich glaube, das kennen viele, dass einem das Leben einfach manchmal so eine volle Packung ins Gesicht schmiert und das mehrmals hintereinander, wenn man es halt wirklich gar nicht erwartet. Und das hatte ich jetzt eben ein paar Mal. Dieses typische, wenn es kommt, dann alles auf einmal und dann aber mehrmals hintereinander halt irgendwie. Aber der Anlass ist jetzt diesmal gar nicht schlimm oder irgendwas. Es war einfach wirklich sehr viel für mich zu regeln, zu klären. Ich habe, wie gesagt, viele Lebensumstände, die sich einfach sehr, sehr krass geändert haben. Ich bin einmal quer durch Deutschland gezogen, wohne inzwischen an der Nordsee. Es hat sich einfach super viel getan. Und jetzt bin ich aber an einem Punkt in meinem Leben, wo mit Sicherheit noch nicht alles cool und geklärt ist. Ich glaube, da ist man nie. Und ich weiß auch jetzt schon, dass bald ein neuerlicher Umzug anstehen wird. Aber eben keine 700 Kilometer weit weg, sondern ja, im Idealfall innerhalb desselben Ortes. Und ich bin einfach trotz allem in allen anderen Lebensbereichen in einer gefestigten Situation wieder. Und das ist etwas, was mir das ermöglicht und erlaubt, ja, irgendwie wieder auch diese Zeit wirklich aufzubringen, zu lesen, einfach für mich auch wirklich abtauchen zu können in Büchern. Und das war eigentlich so der Hauptfaktor, der Faktor Zeit. Klar, Videos zu produzieren ist ein Zeitfaktor, die zu schneiden, hochzuladen, sich neue Sachen zu überlegen und. Aber vor allem, und das hat mir halt am meisten zu schaffen gemacht, konnte ich über die letzten Jahre hinweg viel, viel weniger lesen und habe das eine Zeit lang, eine Strecke lang gar nicht richtig gemacht, weil ich einfach mich nicht drauf einlassen konnte. Und wer mich jetzt schon länger hier verfolgt oder wer mich kennt, weiß, das Lesen begleitet mich schon von klein auf. Ich bin eine Leseratte durch und durch, war das schon immer. Und das war einfach eine Sache, die auch mir persönlich super gefehlt hat. Kommen wir aber zu der positiven Sache. Ich bin wieder da und ich habe Bock und ich habe Zeit und ich habe einfach die Möglichkeit, euch die Videos zu bieten, die ich gerne machen möchte und habe sehr, sehr, sehr viele Ideen, die ich gerne mit euch umsetzen möchte. Ich war ja echt jetzt eine ganze Weile raus aus dem Game. Ich muss mich da erstmal wieder reinfinden. Ich war natürlich nicht komplett weg. Ich habe in den letzten Jahren trotzdem mich im Internet rumgetrieben, sage ich mal, und habe zwar keine Booktube-Videos mehr gemacht, war aber sehr viel auf Twitch vertreten. Werde das auch nach wie vor sein und da wird es auch ab und an mal Überlappungen geben. Was genau ich damit aber meine, erzähle ich euch gleich. Eine Sache noch vielleicht, ich werde jetzt keinen festen Upload-Plan erstmal am Anfang haben, weil ich das erstmal für mich auch trotzdem versuchen muss zu integrieren in meinen Alltag, gucken muss, wie ich das denn verpackt bekomme, auch mit Schnittaufwand und dergleichen, je nachdem, was für Videos ich davon von meinen ganzen Ideen umsetzen möchte. Manche sind dabei, die sind so ein bisschen schnittaufwendiger. Aber auch da habe ich mich schon ein gutes Stück weiterentwickelt und habe auch vor, das weiter zu tun. Also ich glaube, das kann nur was Positives werden. Und ich habe mir halt einfach überlegt, ich werde versuchen, also mein Ziel für den Anfang ganz klein gesteckt, aber mein Ziel wäre erstmal am Anfang ein Video pro Woche für euch irgendwann in einer Regelmäßigkeit präsentieren zu können. Ich lege jetzt noch keinen festen Upload-Tag fest, weil ich das einfach noch für mich eruieren muss, was da gut passt, was da funktioniert, was vielleicht auch für euch funktioniert. Und werde jetzt einfach erstmal versuchen, nach meinem Maß, nach meinen Möglichkeiten Videos zu produzieren für euch. Und im neuen Jahr möchte ich dann gerne eine Regelmäßigkeit erwirken. Also das heißt einmal pro Woche ein Video und dann auch einen festen Upload-Tag am besten euch geben, dass ihr immer wisst, okay, an dem Tag gibt es ein neues Video. Bis dahin läuft das Ganze so ein bisschen frei Schnauze, aber ich glaube, das ist auch nicht schlimm für den Wiedereinstieg. Ich dachte mir, zum Wiedereinstieg sage ich euch einfach erstmal,
was eigentlich hier so alles abgeht. Also ich bin ja jemand, ich lese sehr divers. Das hat sich nicht geändert. Also einfach, um euch da vielleicht mal ganz kurz abzuholen, was gibt's hier eigentlich für euch? Es wird nach wie vor so sein, dass ich ziemlich viel auf Englisch konsumiere. Das sieht man auch hier in den Regalen hinter mir. Das sind meine englischen Regale, die hier oben stehen. Da hinten ist noch ein Regal mit Fantasy und Jugendbüchern und sowas. Das lese ich auch nach wie vor super gerne. Genauso wie Thriller, wobei sich das ein bisschen reduziert hat, weil ich da sehr oft in den letzten die letzten Male, wenn ich mich dann mal an ein Buch rangewagt habe und Bock auf einen Thriller hatte, wurde ich sehr oft leider enttäuscht. Deswegen hat sich das ein bisschen reduziert, aber es gibt auch da ein, zwei Autorinnen, auf die ich mich immer noch verlassen kann. Und ich bin da auch immer noch sehr heiß drauf, neue Dinge zu entdecken. Also auch da gibt es weiterhin Lesematerial, genauso wie natürlich alles weitere, was Romane eigentlich betrifft. Also nach wie vor sehr bunt gemischt. Manga sind natürlich auch mit am Start. Und das ist so diese breite, bunte Palette, die ich euch auch hier abbilden werde. Also das hat sich schon mal nicht geändert. Was ist neu, Freunde? Wir haben einen Buchclub. Ja, und ich sage wir, weil der existiert schon. Also ich gründe den jetzt nicht hier heute mit euch, sondern der ist schon existent. Nennt sich TBR, T's Bewitched Read-Along. Also ich bin T, hi, und deswegen heißt das Ganze so. Und das hat sich etabliert durch Twitch. Denn ich war ja die letzten Zeit, oder das letzte Jahr über vor allem, hat sich das wirklich sehr doll aufgebaut. Auf Twitch aktiv, und das ist auch etwas, was ich inzwischen halbtags betreibe, was ich sehr liebe, was ich nicht missen möchte. Auch da könnt ihr sehr, sehr gerne vorbeikommen. Also alles, was ich hier erwähne, findet ihr natürlich unten verlinkt, beziehungsweise in die Infobox. Ich weiß nicht, ob ich da Links reinmachen kann, ob das noch geht, weil es hat sich viel geändert auf YouTube, seit ich das letzte Mal hier war. Aber auf jeden Fall findet ihr alle Infos unten und könnt da vorbeischauen, wenn ihr da Lust dazu habt. Denn es hat sich irgendwann herauskristallisiert, dass auch auf Twitch, obwohl da der Hauptcontent auf Just Chatting liegt. Also ich quatsche einfach mit euch, wenn ihr im Chat seid. Wir reden über alle möglichen Themen morgens und gehen dann meistens in irgendein Videogame danach. Da gibt es auch eine sehr bunte Palette an Videospielen, die man da entdecken kann. Und es hat sich aber so etabliert, dass wir meistens sonntags morgens um 9 in unserem Just Chatting einen Booktalk abhalten. Also da ist irgendwann so das Interesse da gewesen, wurde mir rückgespiegelt, dass auch da das Interesse oder dass auch da einfach viele buchverrückte Buchliebhaber unterwegs sind, was mich sehr gefreut hat. Und deswegen haben wir da diesen Booktalk etabliert, wo ich Tipps gegeben habe, wo ich einfach erzählt habe, was ich gerade lese, was ich als nächstes lesen möchte. Also exakt das, was ich hier in den Videos früher auch gemacht habe. Und über einen längeren Zeitraum jetzt hat sich das irgendwie so etabliert, dass wir gesagt haben, ach komm, wir machen einen Buchclub. Und den habe ich jetzt gerade auch frisch richtig wieder reaktiviert im Oktober. Und da ist es so, dass ich immer 3 Bücher ungefähr raussuche, die ich lese in dem Monat, wo dann alle mitlesen können, die Bock drauf haben. Ihr könnt so viel oder so wenig mitlesen, wie ihr wollt. Es ist nicht verpflichtend, jedes Mal mitzulesen, sondern dann, wenn es euch passt. Und wir bequatschen das Ganze dann auch noch auf Discord. Also es gibt einfach verschiedene Plattformen, die da so ein bisschen zusammenkommen. Das ist einmal jetzt hier, das möchte ich gerne integrieren, weil ihr seid natürlich die Hauptzielgruppe. Wir lesen hier alle, wir lieben Bücher. Deswegen, wenn ihr da Lust drauf habt, jetzt direkt oder auch auf einen längeren Zeitraum, wenn ihr da sagt, ich gucke da irgendwann mal rein, scheut euch da nicht. Ich werde auch da den Discord nochmal unten verlinken. Das ist im Prinzip auch eine Plattform für alle, die sich jetzt fragen, was ist das? Das ist auch eine Plattform, eine Art Server, wo man sich eben connecten kann, sage ich mal. Da gibt es einen eigenen Discord-Server von mir für unsere Community. Und da gibt es auch eine Sparte, die ist nur für Bücher. Und da findet auch der TBR, also der Buchclub, statt. Und der Gedanke ist eigentlich, wenn wir dann genug Leute zusammenkriegen, im Regelfall das so zu machen, dass man am Ende vom Monat dann, aufs Ende des Monats, sich dann einmal auf Discord trifft. Da kann man nämlich auch zusammen chatten und callen, also dass wir dann einen Call machen. Ich wäre dann mit Cam präsent, sodass man mich auch sieht. Und wer möchte, darf das natürlich auch gerne machen, muss man aber nicht. Und dann quatschen wir über die Bücher, die wir gelesen haben und halten da so ein bisschen was fest. Ich habe mir dafür auch extra ein Book Club Journal tatsächlich zugelegt. Ich habe früher ja schon immer Buchjournal geführt und tue das auch nach wie vor. Aber das ist tatsächlich extra eins für den Buchclub, das auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, mehr Notizen, mehr Platz für Notizen und Fragen und dergleichen hat. Und das finde ich sehr, sehr cool. Das ist ein ganz, ganz tolles, das ich euch gerne auch mal näher noch zeigen möchte, wenn es denn dazu kommt. Und genau, der Oktober ist es natürlich im Prinzip schon durch, aber ich zeige euch trotzdem mal, was wir da gelesen haben, denn ich versuche immer eine bunte Palette zusammenzustellen. Und das erste war jetzt Anatomy, eine Liebesgeschichte. Dieses hier, das war ein Leseexemplar, das werde ich auch wieder zurückbringen, einfach aufgrund dessen, dass es mich jetzt nicht so krass umgerissen hat. Mehr dazu sage ich aber auch in meinem Lesemonat dann und natürlich in der Buchclub-Besprechung. Das ist auch so, das, was dann besprochen wird auf Discord, werde ich dann nochmal zusammengefasst auf Twitch sonntags präsentieren. Weil da ja vielleicht auch nicht immer alle teilnehmen können. Und die Announcements, was als nächstes gelesen wird, wird es auf allen Plattformen geben. Also sowohl auf Twitch, auf Discord als auch hier. Das heißt, ich werde euch dann auch da immer ein kleines Extra-Video machen und sagen, hey, diesen Monat wird dies, das und jenes gelesen. Wenn ihr Bock habt,
Macht mit, könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, auf was ihr davon Lust habt, was ihr mitlesen wollt, dass ich so eine grobe Orientierung natürlich dann auch habe. Wie rege da die Teilnahme eben pro Buch ist, sage ich jetzt mal. Also, dass ich auch einfach weiß, wie viel Diskussionsmaterial ich vielleicht auch mir überlege dazu. Dann habe ich einen ganz klassischen Roman damit reingepackt, und zwar Im letzten Licht des Herbstes von Mary Lawson, was ich schon seit Urzeiten lesen wollte. Und dann, weil es mich total umgerissen hat, und daran merkt man, dass ich ein bisschen aus dem Buchgame, glaube ich, raus war. Ich habe, ihr wisst, was ich meine. Holly von Stephen King. Ich hatte das nämlich nicht auf dem Schirm, dass es rauskommt. Habe das im Laden zufällig gesehen und war so, oh krass, ich wusste nicht, dass der schon wieder was Neues hat. Und dann noch dieses Cover und der Fakt, dass es hier um Holly Gibney geht. Ich konnte nicht anders. Ich musste es direkt mitnehmen und habe gesagt, okay, dann muss das in den Buchclub. Für den Oktober. Und ich ganz persönlich, ich habe Holly leider auch noch nicht gelesen. Gut, wenn das Video online geht, dann hoffentlich schon. Stand jetzt noch nicht. Und ich ganz persönlich lese gerade parallel noch Es als Reread von Stephen King. Denn diese Ausgabe hier, diese Schmuckausgabe, habe ich von jemandem lieben geschenkt bekommen. Und habe mir seitdem geschworen, dass ich dieses Buch unbedingt noch mal lesen möchte. In dieser Ausgabe. Und das tue ich gerade und ich habe vergessen, wie erschreckend dieses Buch ist. Das ist echt brutal. Also ich habe wirklich sehr viel vergessen gehabt oder verdrängt gehabt, sage ich mal, davon, wie eindrücklich und wie gruselig und brutal dieses Buch auch ist. Aber auch dazu erzähle ich euch dann mehr im Lesemonat. Also so ein bunter Mix. Mal ist ein Thriller dabei, mal Fantasy, mal Jugendroman, mal... Also es ist so fast immer für jeden was dabei, würde ich sagen. Da ist jetzt kein krasser Thriller dabei diesmal, aber Holly und Est sind ja schon so... Sachen, die in so eine gruselige, ne? Also ist jetzt kein Thriller, aber ihr wisst, was ich meine. Das ist also neu. Genauso werden bestimmt das ein oder andere Videoformat neu sein. Ich probiere mich da jetzt auch einfach aus. Ich habe, wie gesagt, super viele Ideen und gucke jetzt einfach mal, was ich in den nächsten Wochen dann so umgesetzt bekomme. Ansonsten, was gleich bleibt, also was wir auf jeden Fall nach wie vor haben werden, sind unsere Wrap-Ups am Ende von einem Monat, also Lesemonat, dass ich dann sage, hey, guck mal, das alles habe ich gelesen und so fand ich das, kann ich empfehlen oder nicht. Es wird bestimmt Videos geben zu irgendwelchen, wo ich euch irgendwelche Lesetipps gebe. Was ich noch nicht so ganz weiß, ist Leselisten und Neuzugänge. Da bin ich mir noch unschlüssig. Neuzugänge vielleicht, aber in größeren Zeitabständen, denn auch da hat sich bei mir einiges gedreht. Ich konsumiere in dem Sinne nicht mehr so viele Bücher, dass ich mir so viele Bücher kaufe. Schon noch, ich glaube, es ziehen schon noch genug Bücher ein, dass man da ab und an mal ein Neuzugänge-Video machen könnte, aber jetzt vielleicht nicht jeden Monat. Das muss ich einfach mal noch schauen, mal noch überlegen. Ich werde auch mich höchstwahrscheinlich in der Bibliothek anmelden und ich war da schon und habe mich mal umgeguckt. Die haben eine ganz nette Auswahl. Jetzt nicht überbordend krass, aber auch ganz cool, sodass wenn man vielleicht mal in ein Buch reinlesen möchte, dass es auch möglich ist. Und ja, da muss ich mich selber noch ein bisschen reinfinden. Das kann ich euch noch nicht versprechen, dass wir da regelmäßig, also jeden Monat das zumindest haben werden. Aber da gucken wir mal. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich immer wieder Neuzugänge, wie auch ein Buch, das ich heute eventuell mitnehme, wenn ich das Haus verlasse, weil ich da echt große Lust drauf habe. Und zwar ist es The Pumpkin Spice Café. Auch das gibt es jetzt leider nur auf Englisch meines Wissens noch. Und das ist halt so eine Hommage an Gilmore Girls, glaube ich. Es wird auch noch einen zweiten Band geben, da geht es dann auch um einen Buchladen, meine ich. Ich habe mir jetzt aber erstmal nur den ersten besorgt, weil ich ja noch nicht weiß vom Schreibstil her, ob mich das wirklich packt. Das war zu sehen, ich habe das tatsächlich bei einer Booktuberin gesehen, bei einer englischsprachigen und kurz danach habe ich das überall in den sozialen Medien gesehen. Auf Instagram, jeder zweite Post war dieses Buch auf einmal drin. Und ich habe mir das eben dementsprechend auch schon bestellt, weil sie da so ein bisschen davon erzählt hatte und hat mich sehr gecatcht, weil ich liebe Gilmore Girls, ich liebe diesen Charme, ich liebe den Herbst und das passt da einfach so gut rein. Und deswegen wird das auf jeden Fall ein Buch sein, das ihr eventuell noch im Lesemonat sehen werdet, wenn nicht im November spätestens. Denn ich habe gerade ein Buch beendet, das kann ich euch wenigstens mal zeigen, das kommt jetzt nämlich gleich wieder ins Regal. Und zwar ist das hier, The Girl Who Fell Beneath the Sea. Das ist tatsächlich auch auf Deutsch inzwischen erschienen, heißt einfach das Mädchen, das im Meer verschwand, glaube ich. Ansonsten, ich blende es hier mal kurz ein. Und das habe ich gerade heute Morgen beendet und ich fand es wirklich sehr cool. Das ist eigentlich ein Jugend-Fantasy-Roman, könnte man sagen, der so ein bisschen mythologischen Einschlag hat, der mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Der unabhängig jetzt vom schönen Cover einfach eine ganz tolle, leicht zu lesende, fantastische Geschichte bietet, die mich wirklich sehr, ja, sehr mitreißen konnte. Ich hatte da echt Spaß dran. Das ist jetzt kein 5-Sterne-Buch gewesen, aber... Ich glaube, 3,5 hat es auf jeden Fall verdient. Das war wirklich ein guter Lesestoff.
Abgesehen davon möchte ich auf jeden Fall irgendwann auch nochmal eine Bookshelf-Tour mit euch machen. Das würde ich aber erst machen, wenn der nächste Umzug stattgefunden hat und ich die Bücherregale dann einmal nochmal komplett neu aufgebaut habe. Und dann würde ich euch tatsächlich einmal nochmal diesen Aufwand machen und eine richtige Bookshelf-Tour abdrehen. In zwei Teilen oder so. Oder drei. Je nachdem. Ansonsten dürft ihr natürlich super gerne jederzeit, also jetzt gerade ganz besonders, aber auch sonst immer sehr, sehr gerne Videovorschläge, Videowünsche, was ihr gerne sehen wollen würdet hier auf dem Kanal, einfach in die Kommentare schmeißen, dann gucke ich mir das sehr, sehr gerne an. Ich habe, wie gesagt, jetzt einige Dinge vor, ich habe einiges geplant. Es werden auch so ein paar vlogartige Videos wahrscheinlich kommen. Das ist so eine Sache, die ich mir schön vorstelle, aber nicht so dieses klassische, ich mache jetzt jede Woche halt einen Vlog, sondern schon mit einem Thema dahinter. Mehr möchte ich jetzt mal noch nicht verraten, wie ich das meine. Das wird sich halt auch immer mal wieder ändern und drehen, aber da habe ich auf jeden Fall große Lust und ich glaube, das kann ich auch gut integrieren. Davon abgesehen dürft ihr mir natürlich auch sehr gerne verraten, was ihr denn gerade aktuell lest oder was ihr mir empfehlen könntet zu lesen, was ihr euch gut vorstellen könntet, was ich mir dringend angucken sollte, was ich in den letzten 3 Jahren verpasst habe. Also nicht, dass ich jetzt die letzten 3 Jahre weg gewesen wäre, aber es hat sich auch da einfach einiges gedreht und ich bin zwar trotzdem noch sehr interessiert gewesen und habe mich informiert und war ja trotzdem auch im Buchhandel irgendwie aktiv, aber gerade auf BookTube oder so war ich ja jetzt weniger. Also das ist halt, hat sich auch alles so ein bisschen gewandelt und ich bin sehr froh, jetzt wieder hier zu sein und hoffe, ihr habt Bock auf die Videos, die da kommen. Ja, ich glaube, allzu viel mehr gibt es erstmal auch gar nicht zu sagen. Ich bin wieder da, ich habe Bock auf die Videos, die da kommen werden. Ich habe Lust auf die ganzen Bücher, die ich jetzt lesen werde und ich werde euch ganz bald natürlich ein Video online stellen, wo ihr dann die Ankündigung sehen könnt für den November, was den Leseklub betrifft. Also wenn ich zum Beispiel so ein Ankündigungsvideo hochlade, kommt wahrscheinlich in der Woche dann trotzdem noch ein anderes Video. Also ich, wie gesagt, ich versuche eine Regelmäßigkeit hinzukriegen und mein Ziel wäre mindestens ein Video pro Woche. Jetzt gerade am Anfang kann es durchaus auch mal sein, dass ihr mal mehrere Videos pro Woche bekommt, bis sich das so ein bisschen eingespielt und reguliert hat, weil ich da auch selber, wie gesagt, jetzt erstmal ein bisschen gucken möchte, wie ich das Ganze mache. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, ich freue mich, wenn ihr immer noch hier seid oder vielleicht jetzt auch gerade neu dazugekommen seid. Ich freue mich wirklich riesig, wenn ihr so lange hier geblieben seid. Ich habe auch schon ein paar Kommentare auf Instagram gesehen, die dann gesagt haben, oh, wie cool, ich bin mal gespannt. Und das hat mich so gefreut, weil ich jetzt doch recht lange weg war und halt keinen regelmäßigen Content mehr geboten habe. Und das tut mir auch sehr leid, aber es war einfach nicht möglich. Umso froher bin ich, dass es jetzt wieder geht und hoffe einfach, dass ihr genauso viel Bock habt wie ich. Bis dahin, bis das nächste Video kommt, wie gesagt, guckt gerne mal vorbei bei Twitch, bei dem anderen YouTube-Kanal, den ich habe, wobei der gerade nicht wirklich viel bespielt wird, auch wenn da demnächst wieder ein paar Sachen kommen werden. Aber vor allem auf Twitch, da bin ich halt immer Sonntag bis Mittwoch ab 9 für euch da und sonntags gibt es, wie gesagt, auch immer einen Buchtalk und auch so zwischendurch. Eigentlich sind wir ehrlich, eigentlich rede ich jeden Tag irgendwie zwischendurch mal über Bücher. Passiert eigentlich fast immer. Und auf Instagram dürft ihr natürlich auch gerne vorbeigucken. Da halte ich euch auch immer up to date, genauso wie auf Discord. Also ich bin eigentlich auf ziemlich vielen Plattformen vertreten. Das heißt, wenn ihr es drauf anlegt und wollt, dann kriegt ihr auch alle Infos mit. Und sonst freue ich mich einfach aufs nächste Video. Da dieses Video im Idealfall am 30., also am Montag online geht, kann ich euch aber schon mal sagen, morgen, 31. Halloween, ist hier ein Feiertag. Bedeutet, wir machen morgen einen 12-Stunden-Stream auf Twitch. Und da geht es zu Beginn auch erstmal immer Just-Chatting. Und da werde ich euch auch die Bücher für den Buchclub schon mal ankündigen, jetzt für den November. Falls ihr da aber nicht vorbeigucken wollt oder es zeitlich auch nicht schafft, kriegt ihr natürlich trotzdem ein Video, wie ich schon gesagt habe, in dem ich das nochmal kurz announce und ich glaube, das war es erstmal mit Info. Reicht auch erstmal. Ne? Das war jetzt ein richtiges Informationsvideo. Das ist richtig, ja, nicht so cozy schön, wie man es sich vielleicht wünschen würde. Aber ich glaube, das muss einfach am Anfang einmal sein. Wenn man so lange weg war, muss man ein bisschen was erklären und erzählen, oder? Ich weiß nicht. Video beenden muss ich vielleicht nochmal üben. Es ist eine Weile her, Freunde, dass ich ein Video beendet. Wie dem auch sei, bis zum nächsten Video. Macht's gut und lest viel, ihr Lieben.